Moin Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind nämlich gerade eingeladen von Retemeier und er zeigt uns mal kurz sein Facebook-Treffen. Ne? Ja, genau. IAC Facebook. Ich glaube 8., 9., ich weiß gar nicht genau, oder 7., keine Ahnung, Facebook-Treffen hier in Nutzerath. Mhm. Und wir haben hier natürlich auch nicht nur normale IAC-Maschinen, wir haben auch ein paar Exponate. Und das hier zum Beispiel ist eine absolute Sondermaschine, das ist nämlich ein Baggerlader. Aha. Ein Baggerlader, ja, die IH haben ja nicht nur Schlepper gebaut, mähdrescher Pressen, sondern die haben ja auch Baumaschinen gemacht. Und das hier ist ein Baggerlader basierend auf einem 724 Fahrgestell. Ja, das wissen die wenigsten, weil dieses Fahrgestell wurde damals extra, wurden 500 Fahrgestellnummern extra nur für diese Fahrgestellnummer freigehalten. Deswegen fängt ein 724 mit der Fahrgestellnummer 501 an. Das ist eine Besonderheit. Und wenn du jetzt mal guckst, du siehst diesen Frontlader, das ist alles original. Besonders dieser Aufkleber, das ist mega Porno, ist das. Wirklich, ja. Also dieses Fahrgestell ist ein 724. Und wenn du das mal dir anguckst, das ist ein Stollfrontlader, in Anführungsstrichen, ja. Quasi der gleiche wie... Das ist also, der gleiche wie da hinten, genau. Ja, das ja. ist, also in Anführungsstrichen, der ist natürlich ein bisschen verstärkt worden, aber du siehst, das ist natürlich auch so ein bisschen auf Baumaschine umgeändert worden. Und das ist alles massiv. So, der Besitzer, den sehen wir gleich auch nochmal, hat mir gesagt, 8,5 Tonnen wiegt dieses Ding. Hat er durch einen Zufall gekriegt. Gut, durch Flutkatastrophe und so weiter, wird er gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen. Aber das ist ein originales Teil und ich bin richtig stolz, dass wir dieses Ding hier heute auf der Veranstaltung haben, weil wir können auch mal noch ein bisschen nach hinten gehen. Vor allem gerade sagen, den hierher zu schleppen, ist ja auch nicht eben so. Das ne? ist nicht mal gerade so, genau, 8 Tonnen oder 8,5 Tonnen, fährst du nicht mal einfach gerade so auf Achse. Ne, wir sehen hier, das ist ein, in Anführungsstrichen, voller Baggerlader, wo du richtig was mit schaffst. Das ist also wirklich eine Baumaschine, haben wir noch nie bei uns auf dem Treffen und wirklich super geil, dass wir diesen Schlepper Baggerlader hier haben, 25 km/h, und das ist jetzt nicht irgendwie eine Maschine, die aus dem Ausland kommt, die wurde in Heidelberg gebaut. In Heidelberg hatten wir ja von IH noch mal ein anderes Werk, das waren ja die Baumaschinen, was da die ganzen Baumaschinen und so weiter hergestellt haben. Und das ist so, ja, es gibt davon, ich müsste jetzt schätzen, aber ich denke mal, es gibt so ungefähr 300-400 von diesen Maschinen, und das ist jetzt eine davon, die ist voll funktionstüchtig. Ja, das ist geil. Und die ist wirklich vor dem Tod gerettet worden. Ja, weil der abgesoffen wäre, ne? Oder fast genau. Abgesoffen ist, ne? Ja. Wo ist denn der Besitzer? Kann man den sonst mal sprechen? Der Besitzer? Bist du das? Ja, ach, du das bist ist der Besitzer. Genau. Moin. Ja, dir gehört das Ding. Ja. Und der war abgesoffen, mehr oder weniger? Der war komplett abgesoffen. Was heißt das? Bis wohin? Auf der anderen Seite hat man die alte Wasserlinie noch. Ach was, das ist ja cool. Beim Waschen habe ich die extra, sichtbar gelassen. Genau. Und zwar hier sieht man, oh, yo. So hoch stand das Wasser. Alter Schwede. Und wenn man das jetzt die Linie so rüber projiziert auf dem Motor, also so hoch, hoch war abgesoffen. Wie der schwarze Aufkleber, das war der komplett abgesoffen. Das ist ja krass. Und da hast du den da rausgezogen, kann man sagen? Genau, geborgen. Geborgen, neue Batterie rein und dann ging es weiter, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, es waren mehrere Sachen. Ich musste erstmal kontrollieren, ob der Motor, was der an Wasserschaden abbekommen hatte. Dann hat sich herausgestellt, dass ich wirklich extremes Glück hatte. Der Motor war unten, nur Kurbelwellengehäuse war abgesoffen. Oben Ansaugstutzen, ein Zentimeter höher wäre auch da reingelaufen gewesen. So, das war wirklich, das war ein Jackpot gewesen. Das habe ich aber erst nachher gesehen, wo er gekauft war und zu Hause in der Werkstatt stand. Ja. Da sind neue Einspritzdüsen reingekommen.
neue Wasserpumpe, neues Netz in den Kühler eingelötet worden. Ach so. Ein anderer Anlasser aufgebaut, der funktionstüchtig war. Die Originalbatterie hat sogar noch eine Zeit lang funktioniert, habe ich dann aber gegen eine neue tauschen müssen. Aha. Ja, und sonst, bis auf ein paar, wie hier jetzt, sehen Sie, auf einem Zylinder haben wir die Woche noch neu abgedichtet, weil es da keine Originalteile mehr gab, muss es spezifisch angefertigt werden. Ach so. Und sonst, ja, voll funktionsfähig halt. Kann man da mal reingucken? Klar doch. Wie geht das so auf überhaupt? Ach so, sag ich so. Ja, wir lassen mal hier. Alter Schwede. Wie funktioniert das denn hier, sag mal? Hier hast du ja die ganze Hebelarschste hin. Klappsitz, wenn man jetzt nach vorne so. Warte, wie setzt ihr da jetzt mal schon drauf? Genau, dann hat man die Federung. Ja. Und wenn man jetzt den Sitz umklappt nach hinten, hat man keine Federung mehr, wenn man arbeitet. Den Sitz klappt man einfach nur nach hinten um. Hör mal kurz, hier sind die Anzeigen, das ist alles okay. Ja. Und jetzt stehe ich auf. So, und dann braucht man nur hier. So, und dann den Sitz nach hinten. Jo. Und dann kann man hinten baggern. Aber jetzt sagen wir, ey, das ist doch ein geiles, simples Patent, oder? Auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall. Das genial, ist einfach genial. Ne? Das ist ja der Hammer. Ja, geil, ne? Und dann hast du hier auch hinten nochmal einen Scheibenwischer. Ja. Vorne. Die Scheibe kriegst du bestimmt nicht mehr neu, oder? Nein, ich lasse das jetzt so lange noch drin. Ich wollte mal bei einem Glaser anfragen, ob die mir irgendwie da Sicherheitsglas schneiden können auf das Maß von der. Ja. Und erst wenn ich eine neue Scheibe habe, werde ich auch die alte rausmachen. Ja. Weil bevor ich sie rausmache und keine neue bekomme, fahre ich lieber mit der gesplitterten, dass der Führer aus wenigstens zu. Wollte ich gerade sagen, weil ist ja gerade, ne, oder? Ja, genau. Ja, ist eine ebene Fläche. Ist ja schon mal vorteilhaft, ne? Ja. Aber das ist ja der Hammer. Und jetzt kann ich den Hebel wieder ziehen hier. Genau. Und hinten wieder hoch und dann hier rumklappen. Ja, das ist eine coole Sache, ja, auf jeden Fall. Ja, geil. Geräumige Geschichte auf jeden Fall. Ja, kann man fast einen Familienausflug. Ja, ehrlich. Cooles Ding, ne? Mit dem Klappsitz ist ja einfach genial, ist oder? Geil, ne? Ja, das also ist wie gesagt, cool. Das ist für mich, ganz, ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich ist das hier nicht der 1455, das ist für mich ein Highlight. Ja. Der 1455, die siehst du dann, ja, nicht an ja, jeder so ein Ding. Aber so ein Ding siehst du nicht, ne? Und jetzt, ich komme vorbei, hey, sag mal, und das ist Gernold B9. Das ist Gernold B9. Ja, genau. Okay, alles klar. Wie hängt das zusammen? Das hat eine Vorgeschichte. Wir waren mal beide auf Agritechniker. Ja. Und dann sind wir beide. Wir haben geparkt. Und das ist halt eine riesige, riesige, hektargroße Parkplatzfläche. Ja. Und so. Und da stehen dann Masten in der Mitte, wo dann immer Aufkleber drauf sind. Sie parken jetzt bei Zahl so und so. So, und da war 39, stand da drauf. Ich habe aber so komisch auf das Schild drauf geguckt. Da sagt er, ja, wo stehen wir denn? Ja, ich sage, guck mal, B9. Ne? Er stand weiter rüber, du kannst nicht lesen, da steht doch 39. So, von da an war dann, wir waren auf B9 gewesen. Ja. Also wie gesagt, und wohlgemerkt, der Mann kommt aus Luxemburg. Oh. Ja. Also das ist jetzt nicht hier Deutschland. Ne? Wir haben ja hier auch so ein bisschen internationales Publikum. Und ich finde das richtig mega geil. Ich meine, Gola, wir sind hier in der Eifel, das ist ja ein bisschen Grenzgebiet. Ja, genau. Luxemburg, Belgien, aus Frankreich. Friesland. Aus Friesland, ja gut. Ist ja quasi auch nebenan. Ja, okay. Ist auch Luxemburg. Ja, aus Friesland, ja. Auch Luxemburg. Aber ich finde das mega geil. Ja. Vor allen Dingen, wenn du jetzt mal gleich rumschwenkst. Das ist ja nicht so, dass er das Ding hier auf Achse gefahren hat, sondern er hat das Ding hier auf den Tieflader gefahren. Ja. Das ist ja ein Aufwand. Das ist ein Aufwand ohne Ende. Und was ist das Fahrzeug von dem Tieflader? Das steht da hinten. Der letzte in der Reihe. Da gehen wir gleich nochmal hin. Okay. Auf jeden Fall, das ist ein Aufwand. Das ist ja auch immer so eine Sache, wenn du so ein Treffen veranstaltest. Die Leute müssen ja auch kommen. Die Leute müssen was zu sehen haben. Und wir sind wirklich für jeden Enthusiasten unheimlich dankbar, der sich die Mühe macht, das ist ja ein Aufwand. Du packst die Scheiße an, du musst tanken, du fährst hier unten hin. Du hast 3,5 Stunden gefahren, ihr seid mit 2 Mann gefahren. Oder Mit 2 Schleppern sind wir hergefahren. So, ja. Mit 2 Schleppern seid ihr gefahren. Das ist ja schon ein Aufwand. Ne? So, da steckt ein bisschen was hinter. Vor allen Dingen, wenn du 8,5 Tonnen hier auf Achse hier unten hinfahren willst. Ja. Das ist schon und dann die Berge hoch runter, ist ja nicht wie bei uns. Nee, ihr habt ja keine. Also wie gesagt, ich finde das so mega geil. Ne? Und vor allen Dingen, hast du noch gar nicht erwähnt, die originale. Die Klappschaufel, ja. Nee, der Schutz für die Reißzähne, das Original. Das ist noch. Original und sowas von absolut selten. 42 Jahre alt. 42 Alter. Jahre alt. Und wie gesagt, die Schaufel, die geht so auseinander, das ist eine Sandschaufel. Ja? Ja. Du fährst da nicht einfach stumpf irgendwo in so einen Sandhaufen rein, packst die auf, zack. Packst sie zusammen wie ein Bagger. Und also, kannst du aber noch zum Schieben nutzen. Das ist, auch das ist ein Wahnsinnsteil, ja. Ehrlich.
ja quasi der Hammer. Das ist ein Hammer. Also ja, für und mich das ist zu verkaufen. Ja, für mich nee. Ist das ein Achso. Unverkäuflich. Unverkäuflich. Genau. Ich wurde belächelt, wo ich gesagt habe, ich gehe mir so ein Ding kaufen, haben die Leute mich alle belächelt, ja. Wo das Ding dann gelaufen ist. Oh. Ja, ja, kannst du dann auch mal bei mir hier und doch. Ja, genau, ich hab da auch noch eine Hecke. Nein. Und nochmal, das hier ist, um jetzt mal ein bisschen auf die Technik zu kommen, das ist ein 724 Motor, also ein 239er. Neuser Motor, nicht wie dein 844, das ist ein 246er. Das ist ein 239er Motor wie im 724. Und das ganze Ding basiert auf einem normalen Schleppergetriebe. Ja. Das ist kein Witz. Sieht zwar nicht so aus, das ist natürlich alles mega verstärkt, klar. Ja. Wenn der hier so eine Sandschaufel zusammenbackt, da würde ein normales Treckergetriebe komplett auseinanderbrechen. Aber das ist damals von der IH. Heidelberg ist jetzt nicht Neuss, ja. Das ist also Heidelberg, wo die Baumaschinen gebaut haben. Da haben sie auch Bagger gebaut und so weiter. Aber das ist wirklich von denen so konzipiert worden. Und das ist in einem originalen Top-Zustand. Das ist für mich hier heute auf diesem Treffen eines der Highlights. Ja. Ja, auf jeden Fall. Dann lass mal zum. Wir haben noch ganz viel zu besprechen. Wir haben noch ganz viel zu besprechen, genau. Ja. Auch deiner, er hier. Als Zugfahrzeug? Für den Tieflader. Aha. Doch kann man mitleben, ne? Kann man mitleben, ja. Ja. Erzähl. Ja, Peter, mal, du bist raus, oder was? GSIH CVX. Kriegst du das noch zusammen, 170. Ja. Tier 1. Tier 1? Ja. Heißt Tier 1? Ja, Tier 1. Ja? Tier 1. Ja. Baujahr? Was 2001. Heißt? Wollte ich gerade sagen. Baujahr 2001. Ist die erste Serie mit dem stufenlosen Getriebe. Stufenlos, wo bemerkt, nicht Vario, weil Vario hat die Konkurrenz gebaut. Ja. Das ist stufenlos. Okay. Und ja, die Entwicklung stammt ja von Steyr. Also das, wenn man jetzt mal Haube und Kotflügel abmachen würde, steht ein Steyr. Aber wie geil ist das Kennzeichen denn bitte, ne? Ja, das ist mein Geburtsdatum. Aber das ist richtig geil. Der 11.8.82. Die haben nicht so eine riesen Platte, sondern einfach einen schönen stylisch, das reicht ja auch. Ja, gut, in Luxemburg ist das... Die haben ja auch nicht so viele. Ja, du siehst ja schon, das ist ja ein Monster, ne? Da muss ich weiter weg, damit das hier alles draufkommt, sonst wird das hier nichts. Das ist schon und krass. Wie gesagt, wohl bemerkt auch der Aufkleber auf dem Dach, das ist ja dann auch hier Programm. Ja, das ist ja, Programm. Richtig, genau. Dazu muss ich natürlich sagen, wir sind hier nicht markenfeindlich. Ja, wenn hier nö, hier steht guckst, ja alles wir Mögliche. Wir haben ja genug Müll. Da steht noch ein Fan zwischen und Hanomag. Und Hanomag und ein Zeppelin und ein noch ein John Deere und noch ein Fan. Genau. Wir sind hier nicht markenfeindlich. Wir sind natürlich. Also habt ihr gehört, nächstes Jahr dürfen alle hierher kommen. Alles da hast du nämlich ein offizielles Treckertreffen hier. Jo, kriegst du das hin? Thema. Ich lache mich kaputt, wenn ihr das nächste Jahr hier die ganze Hütte wollt. Wenn ihr jetzt mal hinten hinguckt, ne, der Arsch von so einem CVX, da siehst du nur noch Geschläuche und Oberlenker. Und ne, also andere Firmen, ja, alleine was nur der Oberlenker ist, das haben ja andere Firmen als Zusatzhubzylinder. Mhm. Ich schau mal hier, guck mal, das ist ja fast schon hier der Oberlenker. Das ist alles, also da steckt schon richtig Power hinter, ne? Das ist nichts, ja, wie soll ich sagen, das ist keine Marmelade, das ist ja, Nutella mit Toast und... Das ist schon gut. Das ist schon gut, ne? Ja, also ja. Wie gesagt, das ist hier fette Technik und vor allen Dingen 50 km/h, das ist schon... Da kannst du schon mit arbeiten. Ja, ne? Alles, ne? Du kannst hier alles. Wie kommst du denn zu den Schlepper? Bist du hier, hast du einen großen landwirtschaftlichen Betrieb oder was machst du? Nein, da? Das ist also ich mein Hobby nur. Hobby? Ich habe das Ding gekauft 2015 in Mönchengladbach bei einem Lohnunternehmer. Der hat das Ding neu gekauft damals und die Maschine hat bis knapp 8000 Stunden ist der bei dem am Silieranhänger gelaufen. Mhm. Aber nicht so Silieranhänger wie bei uns hier, weil oben ist ja wieder wesentlich flacher wie hier. Der hat eine richtig fette Karre gezogen immer. Und hab den dann so gekauft, der stand da so, wie er jetzt hier steht. Der hat nahezu vom Zustand hat er nichts abgenommen. Der hat halt nur fast 3000 Stunden jetzt mehr auf der Uhr. Und das Ding ist einfach nur vom ersten Tag an geil. Ich fahre so gern mit dem Schlepper. Ist recht spritsparend, du kannst ziemlich was bewegen. Gut, es gibt heute auch noch größere Schlepper und stärkere. Aber man kann schon für besseren Hausbedarf reicht das dicke aus. Also. Zum Holz holen und zum Sträucher wegbringen ist das schon gut. Ja, wir fahren da ja dann auch größer. Wir haben ja dann auch größere Rückenkarren und so. Aber wie gesagt, hauptsächlich fährt er Grünschnitt. Ja, genau. Riesig wieder erlaubt. In die Biotonne. Genau. Grünschnitt für die Biotonne zu fahren, genau. Nee, aber geil.
kann man so machen, würde ich sagen. Alles richtig gemacht. So ja. Ja, echt geil. So, und jetzt gehen wir nochmal zu dem Schlepper, der auch aus Luxemburg kommt, nämlich zu dem Herrn Paul Pischwaye. Die sind nämlich gestern Abend im Dunkeln, wo gemerkt? Wann wart ihr hier? 8:30? Ja, 8:30. Ja, es war schon dunkel auf jeden Fall. Der hat nämlich einen 744. Mit Probleme wohlgemerkt. Da ist ja irgendwie am Kühler, weil irgendwie Kühlwasser austritt. Das ist ein 744. So, wenn ihr das jetzt mal anguckt, das ist ein 744 ohne Überrollbügel. Das heißt also, der ist im privaten Besitz. Ja, genau, ohne Lauf. Genau. Ja? Ja. So. Das ist ein 744. Unheimlich originalgetreu. So, Mucke aus wegen GEMA. Kommen wir nicht klar. Aber das ist ja nicht zugelassen, das Fahrzeug. Doch. Weil er kein Kennzeichen vorne hat? Oder? Nee, vorne hat er keinen. Müsste das nicht haben? Jein. Okay, gut. Ja, hast du jetzt einfach nur erstmal abgeschraubt. Ja. Perfekt. Und hier, erzähl mal, du hast einen Kühler kaputt oder was? Auf der Fahrt hier hinten, ja, haben wir gemerkt, dass er Kühlwasser verliert. Wie lange seid ihr gefahren? 3,5 Stunden, können wir sagen. Ja, okay. Bin auf der halben Strecke auf einer Tankstelle stehen geblieben und Wasser nachgekippt. Oh. Sind aber heile hier angekommen. Also, halb so schlimm. Okay. Muss ich dazu sagen, 744 ist eine kleine Besonderheit. Da sieht man, dass das ein ziemlich früher ist, weil du hast hier einen hydraulischen Bremszylinder. Das heißt, dieser 744 hat eine nasse Bremse. Ja, ja. Eine nasse Bremse. Gab's die nicht als extra oder wie war das? Nein, bei den ersten, ja, es ist schon was Besonderes bei den 844-S. Hatten wir ja schon mal im Video, ja. War das serie. Bei den 644 oder 554, 644, 744, 844 konntest du das auf Sonderbestellung, konntest du das haben. Und ich, was ist das hier? Ist das ein 76er? 74. Ja. Sogar einer von den ersten Dingern. Ja. Ja, konntest du diese Bremse als Sonderobjekt bestellen. Das ist also wirklich ein ganz, ganz frühes Teil. Du kannst auch vielleicht noch mal auf die Seriennummer gucken, dann kann ich das... Darf ich die filmen oder kann man da irgendwas mit Böses mit anstellen? Ja, ich sag mal so, der kann Haus und Hof verlieren, ne? Nein, das ist alles gut. Was ist denn da rausgetrennt worden bei dir da? Alles gut. Also wie gesagt, das hier ist noch... Ja, irgendwas ist rausgeschliffen worden. Sehr gut. Wo hast du den gefunden? 1081. Das heißt, das ist der 80. 744. Bist du eigentlich schon mal damit beim Arzt gewesen? Der 80. Nee, ja, da, du hast richtig einen am Helm, Alter. Du guckst dir die. Das der 80. 744. Und das muss, ich habe jetzt meine nicht ganz so im Kopf, aber auf jeden Fall mindestens zweiter Serienmonat. Also Mai 1974, sage ich dir so aus dem Kopf, hundertprozentig ist das gewesen. Mai 1974, mindestens. Weißt du das auch schon? Das kann auch sein, dass das vielleicht 4. Aprilwoche war 1974. Wie gesagt. Dann hast du ja einen von den ersten. Das ist wirklich einer von den 80. ersten. Ich kann das immer nur. Das ist nicht viel. Ich kann das immer nur damit verbinden. Ich bin 4.4.74 geboren. Und genau an dem Tag haben die 44er-Serie auf den Markt geschickt. Und 44er, das ist für mich... Ja, das ist halt dein Ding, ne? Das ist mein Ding, genau. Ja, richtig, genau. So, originaler Klieferauspuff. Und hier... Das Geile ist, hier klauen sie den auch nicht. Hier klauen sie nicht, aber hier, guck mal. Ah! Dein Kragen. Aber der ist verkehrt rum, oder? Der muss da nicht runter? Der muss eigentlich da drunter, genau. Aber hier ist auch wieder, ist wieder. Der Kragen. Guck, genau. Und dann merkst du schon, wie hart der ist. Genau. Und das ist auch das Ding... Der Kragenspiegel hier oder beziehungsweise der Tankkragen, der geht nochmal nach unten hin, weil, das ist jetzt vielleicht nochmal so ein kleiner Nachtrag, den ich im letzten Video vergessen habe, der gehört normalerweise unter dem Tankdeckel, weil, habe ich ja gesagt, ihr habt hier unter dem Tankdeckel, habt ihr diese ganze, ja. Die Leitung oder was? Die Leitung, vom Traktormeter und so weiter und so fort. Damit das nicht scheuert, ja, haben die extra diesen Kram nach unten hingelegt. Und das ist der Grund, weswegen die dir diesen Kragen da drauf gemacht haben. Saß hier vorher eine Fritzmeier drauf oder was sagst du drauf? Ja, eine Fritzmeier Europa-Kabine war drauf. Ach, eine Kabine sogar? Ja. Okay, ja. Und die soll wieder drauf? Soll wieder drauf, ja. Aber ist noch etwas Arbeit dran. Kleine Schweißarbeiten. Ja, okay. Und die hast du jetzt zum Färben erstmal auseinander? Ja, der war ganz auseinander. Ja. Ziemlich alles abgedichtet. Ja, ach so. Bremsen habe ich neu gemacht.
Motor hatte ich auf. Ja. Komplette Elektrik ist erneuert worden. Ja, okay. Also auch schon ein bisschen Arbeit rein. Ja. Aber die sind halt auch schon Tag älter, ne? Ist einfach so. Ja. Und da siehst du mal, wie ein Beifahrersitz aussieht, der jetzt nicht in der Kabine sitzt, so wie bei dir. Ja, können wir mal kurz auf der anderen Seite. Ja, hier siehst du es, dass das halt alles mal irgendwann mal anfranst, ne? Genau. Und hier hast du nochmal den Unterschied zu deinem 844. Ja. Du hast hier deine Eingassengruppenschaltung. Ah ja, genau, richtig. Die Geschichte, das heißt, du schaltest einfach nur nach vorne. Das ist Ackergruppe, das ist Rückwärtsgruppe und das ist deine Straßengruppe. Genau. Das ist der Unterschied, ne? So, jetzt. Ja, ja, merkst du. Und jetzt müssen wir noch eine Person noch mal bitte ins Bild holen. Bitte. Denn diese Dame hat gestern 3,5 Stunden auf diesem Trecker verweilt. Auf welchem Trecker? Auf diesem hier. Echt? Ja, auf diesem Sitz. Ohne Handschuhe. Alter, da hast du deinen Titel aber verdient. Das ist so, ne? Ne? Und ich sag mal so, wir machen das ja jetzt schon im 7. oder 8. Jahr. Und wir küren immer so eine, ja, das ist ein bisschen Gaudi, so eine IH-Prinzessin, ja? Ja. Und das ist unsere neue aber wohlverdient. Prinzessin. Herzlichen Glückwunsch. 2022, ja? Und dieses Mal geht der Titel nach Luxemburg. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Da könnt ihr auch immer für klatschen. So. Super. Das ist ja cool, ja. Wohlgemerkt. Aber. 18 Jahre. Ja. 18 Jahre. 18 Jahre und IAC verrückt. Total geil. Ist das deine Freundin? Ja. Ja, da kannst du aber auch stolz drauf sein. Das sieht, also meine Alte, die hätten mir einen an den Hals gehauen. Hätte ich zu ihr gesagt, hier setz dich da mal drauf für 300 Stunden. Ja, cool. So, der nächste bitte, oder? Ja. Was hast du hier? Oh, eine schöne D-Serie. Ja, es ist, für den einen ist es schön, für mich ist es nicht so schön, aber es gehört dazu. Ja. D-Serie steht da zwar nicht dran, aber ist ein 215. Ja. 215 D-Serie ist ja, ist ja die Maschine gewesen, die am wenigstens gebaut, also am seltensten gebaut worden ist. Oh, ich müsste jetzt überlegen, ich meine, die liegen irgendwie bei 3.300, 3.400 Stück, die die davon gebaut haben. Das hier jetzt ist mit Seitenmähwerk, Überrollbügel, ohne Verdeck. Die gibt es natürlich auch noch in verschiedenen Varianten, aber ich sag mal so, ich habe selber so ein Ding und ich habe mir immer gesagt, wenn du eine D-Serie kaufst, für mich persönlich, dann ist natürlich immer klar, mittlerweile sind Maschinen auch Wertanlagen, ja, und da habe ich mir gesagt, ja, dann musst du auch irgendeine Serie nehmen, die so ein bisschen den Wert behält. Und ein 215 ist, wie gesagt, für mich immer noch so die schönste D-Serie, ist ein Zweizylinder, der Klang ist schön. Ja, ja. Will ich gar nicht sagen, klar, du kannst das nicht vergleichen jetzt hier mit den Maschinen, die wir hier stehen haben, aber ich sag mal so, als Oldtimer oder als Opa ist das natürlich eine unheimlich schöne Maschine. Ja, vor allem auch bei ihm, mit hier Mähbalken, mit Heckhydraulik. Genau, diese Maschinen wurden nicht immer, das ist also wirklich auch eine Sonderausstattung, das muss man wirklich sagen, selbst der hydraulische Kraftheber war eine Sonderausstattung, ja. Zum Beispiel den 215, den ich hatte, oder den 215, den ich habe, der war ohne Heckhydraulik damals ausgeliefert. Der hatte eine Seilwinde. Ah ja. Ja? Und diesen, der Besitzer, der hatte einen kleinen Weinbetrieb in der Mosel. Und das Einzige, was der bis jetzt gemacht hat, der Original 4000 Stunden, das Einzige, was der bis jetzt gemacht hat, der hatte so einen kleinen aufgeschweißten Bolzen auf der Kupplung, auf dem Kupplungspedal. Ja. Und dann ist der gute Mensch morgens zu seinem Rebstücken gefahren, hat einen Einscharflug mit der Seilwinde abgelassen. Seine Frau, ich hoffe, die leben noch, ich weiß nicht, aber seine Frau hat dann auf die Kupplung getreten. Er ist mit dem kleinen Einscharflug diesen Berg runtergegangen. Und dann hat er von unten ein Zeichen gemacht, hat die Frau diesen Hebel von der Kupplung runtergelassen und hat die Seilwinde den Berg hochgezogen. Wahnsinn. Das war das, was dieser 215 gemacht hat in seinem ganzen Leben. Der hat original 4400 Stunden runter, der ist wie aus dem Ei gepellt, also, und der springt auch sofort an, muss ich ganz ehrlich sagen, mit verdeckt, mit Seiten, also das ist schon, also wie gesagt, man kann auch da mal einen Treffer landen, aber das ist für mich, ja, das war eine Ausnahme. Ne? Ansonsten habe ich eigentlich nicht ganz viel mit D-Serien zu tun, aber der ist auch schön. Zwei Zylinder, wie viel Hubraum hatten sowas? 2400. 2,5 Liter ungefähr? Ja, 2,5 Liter ungefähr, ne? Mhm. Meine ich jedenfalls. Ja, der Klang ist ja unwahrscheinlich, also ich finde den ja schön, ne?
Und das sind 24 Zoll, sind das oder was ist das? Genau, das ist eigentlich eine Heckbereifung, die heutzutage auf, ja, ich sag mal so, auf einem Allradschlepper vorne mindestens drauf gehört. Ja, genau. Ne? Richtig, ja. Das haben die früher hinten drauf gehabt. Wer, sag ich jetzt mal so, in den 60er Jahren wäre das überhaupt gar nicht möglich gewesen, dass du eine 24 Zoll Bereifung auf der Vorderachse hast. Nee, nee. Ne? Wenn die hier diese Monster sehen, die würden umfallen. Ja, ja, weil du siehst ja, wie groß, der ist ja eigentlich ein bisschen größer wie ein Aussichtsmeer, wenn du ehrlich bist. Das ist ja nun mal nicht, das, der ist ja echt handlich, also ne? Das ist schon ein Hammerteil, ne? Ja, finde ich total niedlich, aber ja, ich mag den ja, ne? So, weiter geht's. Welchen möchtest du zeigen? Hol noch den 856 XL umgebaut von Petri. Ja, ja, muss ja, auch ja, noch mal. Ja, dann machen wir den als nächstes. So. Nächstes Thema. 856 ja. XL. Wir wissen, Vierzylinder Turbo. Genau. So steht er hier. Ist es aber nicht. Der Schein trügt. Genau, der Schein trügt. Das hier. Das ist ein richtig geiler Trecker übrigens. Also ich finde von dem, auch mit der Bereifung und so, gut, dass der jetzt cremefarbene Felgen hat. Geschmackssache, finde ich aber geil. Ja, original waren sie silber, aber auf jeden Fall. Finde ich nicht schlecht, aber die Reifengröße finde ich schon mal. Die Bereifung, der hat ordentliche Arschbacken hinten drauf und so weiter. So, Vierzylinder Turbo. Vierzylinder Turbo, original. Genau. Ist es aber nicht. Weil. Nun kommst. Das hier ist ein originaler Umbau der Firma Petri. Ja. Petri war eine Firma, die hat damals im Auftrag der IH die Vierzylinder umgebaut auf Sechszylinder. Okay. Hier schlummert ein Sechszylinder Motor 358, das heißt also 956, 1056, der 358er Motor ist hier drin verbaut. Wir können mal kurz auf die andere Seite gehen, da sieht man sicher besser. So, jetzt muss man sich natürlich, vorstellen. Ja, das ist ein Amerikaner, da kommen wir gleich zu. Ja, ja. Aber auch mit einer deutschen Maschine. Ja, okay. So, jetzt muss man sich vorstellen, das ist ein Vierzylinder. Das heißt also ziemlich kurzer Radstand, aber mit dem langen Sechszylinder-Motor drin. Und der macht natürlich richtig Spaß. Aber ist der nicht automatisch, wenn der Sechszylinder drin ist, das Stück länger? Also ist der dann nicht genauso lang wie 956? Nein, weil du hast bei dem hier immer noch mindestens 7 cm kürzeren Radstand und damit macht er natürlich... Wodurch, weil das Getriebe kürzer ist? Oder? Nee, du hast eine kürzere Kupplungsblock in diesem Moment. Achso, okay, ja. Ja. Mhm. Aber wenn du auf einen Vierzylinder sitzt oder... Du hast natürlich da oben, deine Kabine ist ja schon mal ein bisschen schmaler, ja. Weil du hast beim Vierzylinder deine Kotflügel, die stehen ein bisschen weiter rein. So, du hast von vornherein einen kürzeren Radstand und wenn du dann hier so einen Sechszylinder-Motor reinbaust, das ist natürlich nochmal so einen kleinen, ja. Aber auf den Turbo haben sie verzichtet anschließend? Den Turbo hast du verzichtet, hat man verzichtet, weil... Ich muss dir ganz ehrlich sagen, 856 Turbo ist nicht unbedingt das Ding, wo ich jetzt auch wirklich sage, das war so das Quäntchen Glück, was man wirklich haben muss. Ein 844 Sauger ist für mich unterm Strich. Hast du nicht selber einen? Eine 856 Turbo ja. Ist unterm Strich für mich nicht so effizient wie ein Saugermotor. Ja, ja? Okay. Weil wenn du den Sauger, der hat eine gleichbleibende Drehmomentanstieg, den Turbo, den musst du immer auf die Fresse hauen, das ist leider so. Der macht oben rund Spaß, ist überhaupt kein Thema, aber der ist, ich weiß es nicht, also ich mag lieber, wenn diese Maschinen von unten auf richtig hochkommen, ja? Ja. Und das hast du bei diesem... Gleichmäßig. So, und jetzt hat der natürlich jetzt hier einen Sauger Sechszylinder. Das ist natürlich nochmal der Ober-Burnout. Und der hat volle Hütte, der hat Druckluftanlage. Das ist ein Spaßding hier, ne? Also der macht richtig Und die konntest du so kaufen bei der Firma damals? Du konntest den bestellen. Wie gesagt, Petri hat damals diese Maschine im Auftrag von der IH umgebaut, vom 4 auf 6 Zylinder. Alles, was Sonder war, gab es aus dem Werk nicht. Das musste alles irgendwo bei irgendwelchen Händlern umgebaut werden. Du wolltest Frontlader dran haben, kriegtest du nicht. Das musste alles beim Händler gebaut werden. Du wolltest einen 6-Zylinder-Motor dran haben, obwohl du nur ein 4-Zylinder-Getriebe dran hast. Das wurde auch umgebaut. Ja, das war alles Sonderbestellung und so weiter. Ging aber. Haben die alles gemacht. Weil von der Leistung her ist das ja eigentlich gar nicht so viel mehr, wie er eigentlich hat. Ne? Der hat ja 95 PS jetzt, oder was?
oder was jetzt? Der Motor hat serienmäßig 95 PS. Und vorher hatte er? Und vorher hatte er 85. 85, ja. Ja, 10 PS mehr. Ja. Aber dadurch, dass du halt zwei Zylinder mehr hast, mehr Hubraum hast du auf jeden Fall mehr. Aber ich meine, das Getriebe hält das aus. Das Getriebe, ja. Sieht man ja, man das sieht steht es ja hier. Ne? Ist ja immer noch hier. Ne? Das Getriebe hält es aus. Er fährt noch. Wie gesagt, ich habe ja schon mal erwähnt, oder habe ich es vielleicht noch nicht erwähnt, der einzige Grund, weswegen man damals ZF-Getriebe für die Sechszylinder verwendet hat, war, weil die IH, die hatte, muss man wirklich sagen, die hatte Angst, dass die Motoren so viel Bums haben, dass die eigenen Getriebe kaputt machen. Hm. Ja? Und deswegen hat man im Sechszylinderraum 946, 1046, 1246 hat man auf ZF-Getriebe gesetzt. Hm. Und auch bei dem 1246 und 1455 hat man dann auch ZF-Getriebe eingesetzt, aber mit dem 955, 1055 und bei den 1056 und 1056 und 956 hat man dann wieder auf die IH-Getriebe gebaut, weil man hat gemerkt, das schaffen diese Motoren, also das schaffen die Getriebe, und das war nur damals in den Anfängen so das Thema. Also, wie ich wollte gerade sagen, weil die Jungs vom Traktor Pulling sagen ja auch, dass die IH-Getriebe mehr Power abkönnen wie die ZF-Getriebe. Ne? Ja, aber die testen es natürlich auch in der eine so, der andere so. Ja. Wie gesagt, Traktor Pulling, muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich raus, weil ich bin immer froh, wenn so eine Karre läuft. Wobei du ja selbst dahin lieferst, ne? Zu den Jungs vom Traktor Pulling. Ja, klar, aber ich sag mal so, ich muss so ein Ding nicht mutwillig kaputt machen. Nein. Wenn das unbedingt einer machen möchte, ja, dann muss er das machen, aber und meistens geht's kaputt und dann stehst du da wieder. Und alles, was mit Getriebe zu tun hat, alles ist teuer. Ja, ist alles teuer. Ne? Ja, geiles Ding auf jeden Fall. Auch hier sehr gepflegt vom Zustand her und so. Ne? Das ist natürlich Kabine alles. Kabine ist ein Traum. Ja, ne? Die ist echt toll. Das sind so Hydraulik, Schaltung hinten hier, die ganze Heckhydraulik, alles schick, alles super. Echt toll. Umschaltbare Zapfwelle, den ganzen Bums hier, hydraulischen Oberlenker. Also wirklich, vom Feinsten. Sieht man hier Druckluftanlage hier links, das Vierkreis-Sicherheitsventil. Ja, haben Sie den immer serienmäßig, den Zusatz-Hydraulik-Zylinder? Nein, das war auf Sonderbestellung. Ja, siehst du, das ist ja das richtig ist ein geiles Ding. Ne? Und wie gesagt, wenn du sowas hier haben möchtest, ne, und da siehst du hier, der hat gar nichts gemacht. Hier, siehst du, der hat wirklich der hat gar nichts gemacht. Nee. Ich glaube, der hat auch, ich meine, der Besitzer hat mir gesagt, der hat 3300 Stunden oder also, das ist gar nichts. Ne? Nee, also das war irgendwie so ein Scheunenfund oder so ein Glücksgriff oder wie auch immer. Also wirklich ein Top-Teil. Aber wie gesagt, Umbau, Vierzylinder mit Sechszylinder-Motor. Wusste ich nicht, dass es die gibt. Also so, fertig. Jo. Frage, jetzt mal ein kurzer Übergang. Was heißt denn Profi-Grün? Ist das bei dem da, ist das ein Händler gewesen? Oder? Nein, Profi-Grün. Das hier, steht Profi Grün drauf. Genau, Profi Grün ist eine Sonderserie. Profi Grün ist ein 844 XL. Ja. Das ist eine Sonderserie. Das ist eine Sonderserie gewesen, genau. Und zwar Profi Grün heißt Grünlandschlepper. Ah, okay. Grünlandschlepper heißt, du hast eine Frontzapfwelle. Ja. Du hast eine Fronthydraulik. Ja. Das heißt, du kannst vorne ein Mähwerk fahren und du kannst hinten ein Mähwerk Richtig fahren. Richtig geiler Trecker, ne? Das war die Profi Grün Abteilung. So, die gab es auch als Turbo. Gab es auch noch, aber nicht als 844. Er hat ja auch eine schöne niedrige Kabine. Genau, das ist nämlich die Besonderheit, wenn ihr mal guckt, das ist auch eine niedrig XL-Kabine. Das ist eine XL-Kabine, aber als niedrig. Und das da ist eine normale XL-Kabine. Ja, das kann man jetzt ja schön so im Vergleich mal sehen. Ne? Das sieht ja und eine ganze Ecke niedriger auch. Ne? Das ist, genau. Wurden unheimlich gerne genommen, sage ich jetzt mal, für Leute, die einen Kuhstall haben, wo jetzt so eine Maschine als Futtermischwagen, Schlepper auf dem Futtertisch fahren mussten und so weiter und so fort, halt eben wegen der niedrigen Bauhöhe. Ne? Klar, mit dem Frontlader ist es ein bisschen ungünstig, ne? Aber wir sehen auch hier, das ist das typische XL-Ambiente, das ist eine Niedrigkabine XL, und wenn du da mal reingehst, dann siehst du auch die typischen XL-Bedienelemente auf der rechten Seite, die langen Hebel. Ja? Das ist ja hier die Hebel, das war ja Ergo S. Ja. Das heißt, diese langen Hebel sind Ergo S. Einzug ab 1986 haben die diese langen Hebel verbaut. Die früheren XLer, das heißt also die erste Serie, die hatten ja die kurzen Hebel, die auch gerne dazu neigen, dass das dann so ein bisschen ausschlägt. Und auf jeden Fall freue ich mich unheimlich sehr, dass wir so ein
Unikat in Anführungsstrichen hier haben. Und was eine ganz Besonderheit ist, guck mal nach vorne. Ja. Ausstellbare Frontscheibe. Ach, guck, mit Frontlader, weil danach bin ich gekommen. Ausstellbare ist, ja. Frontscheibe. Und das ist auch wieder, was ich schon gesagt habe, ein Umbau von einem süddeutschen Händler, weil diese ausstellbare Frontscheibe beim XLer gab es nicht am Werk. Gab es nicht. Ne? Das ist also wirklich auch eine Besonderheit. So, und dann kannst du das hier aufmachen, muss man da hinten gucken. So, so und dann siehst du hier, wie viel eine ausstellbare Frontscheibe bringt. Das bringt gar nichts. Nicht. Das ist Piff. Ja? Wenn du einen Frontlader dran hast, es ist Müll. Ja, und selbst der Auspuff, kommt hier ein Auspuff ran? Wenn hier die Konsolen weg wären, würde der Auspuff. Ist das deiner? Ach guck, ja. Also das ist, aber auf jeden Fall, das ist eine Seltenheit und ich bin wirklich sehr, sehr stolz, dass wir das hier auch haben. Und auch das ist ein Schlepper von dem Herrn Schleitweiler, der uns hier dieses Jahr unheimlich viele Schlepper hingebracht hat, ja, vom Maxum, wie gesagt, den Schwarzen, die ganzen 51er-Serie. Auch das ist ein Schlepper von ihm her. Der 1455. Auch der 1455 und da gehen wir jetzt hin. Genau, da gehen wir jetzt hin. Haben wir kurz angemerkt, man merkt schon, dass das Ganze niedrig ist. Ne? Also du guckst hier oben, wenn du ein bisschen größer bist, ist er drückend. Ja, genau. Was? Ja, das ist auch drückend, aber bei einer niedrigen Kabine muss man... Genau, du musst halt Kompromisse machen, irgendwo muss es hin, aber du hast trotzdem deine Kapelle hier oben noch untergebracht, noch ein bisschen Lampe. Das ist ein cooles Ding. Das ist also schön, dass man sowas... Wenn einer kaufen will, er steht zum Verkauf. Ach, der steht zum Verkauf? Ja. Was soll denn der kosten? Hast du so Zahlen, die auf dem Tisch haust, oder? Ja, 22 soll er schon 22 bringen. Soll er bringen, mit 8000 Stunden, ne? Genau. Ja. 22 finde ich aber tatsächlich mit der Ausstattung mittlerweile bei den Preisen fair. Ja, ist absolut fair. Weil, wie gesagt, Druckluft, 40 km/h. Druckluft hat er keinen. Entschuldigung, keine Druckluft, aber 40 km/h, Frontzapfwelle, Fronthydraulik, Stollfrontlader. Ganz ehrlich, finde ich super fair, weil mittlerweile, wenn du bei eBay Kleinanzeigen siehst, wie die durchdrehen und für Scheiße. Zentralantrieb, das heißt Mittelantrieb. Du hast einen vernünftigen Wendekreis. Du hast einen absolut vernünftigen Wendekreis. Und ich finde das ja auch immer geil, wenn da was Besonderes ist, so wie dieses Profi-Grün. Das ist natürlich gerade hier, ne, also muss ich sagen, Junge. Ja. Den wirst du los. Das hast du hier irgendwo denn dein. Oh ja, dein Schild, das steht, hängt am 14. Ja, aber ich gerade sagen, die Daten, die sehen wir jetzt. Ne? Machen wir. So, hier, da. Wenn ihr den Trecker haben wollt, da steht alles drauf, was ihr wissen müssen, richtig? Genau. Gut. 22,5. Der aber nicht. Nee, der nicht. Nee. Also. Das Ding gehört dir. Genau. Ja, okay. Dann erzähl mal. Wer von euch? Ist mir egal. Du machst. Ist deiner. Fang du an. 1455, 194 gebaut vor Ende. Im November 1996. Also einer der letzten. Einer der letzten. Gerade hatten wir einer der ersten. Einen Monat vor Serienende. Ja, okay. Ja. 1455, der ist restauriert, überhaupt keine Frage, aber Vollausstattung. Fronthydraulik, Frontzapfwelle. Ab Werk. Wurde die ab Werk verbaut? Ab Werk ist eine Wirts. Fronthydraulik, genau. Ja, okay. Ja, kannst du mir hier mal filmen. Das ist eine ganz seltene... Vor allem mit der Maske, dass das in genau, einem ist. Genau, eine ganz seltene Maske. Vor allen Dingen, da ist nichts kaputt dran. Ja, nee. Du siehst manchmal Schlepper. Also ich sag jetzt mal, 1455, wir reden hier von der Königin. Ja, ja, das ist hier, mehr geht nicht. Ne? Mehr geht nicht. Mehr geht überhaupt gar nicht. Was sie in Neuss, sag ich jetzt mal, ab bis Maxum, sag ich mal, gebaut haben. Und ihr wisst, für so ein Modell töten manche Leute. Ja, ist so. Ja? So, 1455, letztes Modell. Und jetzt sehen wir einfach mal, wenn das mal hier so ein bisschen im ne? Das sieht jetzt erstmal. Ja, da muss ich richtig weit weggehen, dass genau, so alles hier drauf geht. Das sieht jetzt erstmal absolut pompös aus. Und jetzt sage ich euch, diese XL-Kabine ist haargenau dieselbe Kabine wie auf dem 956, wie auf dem 1056 ist absolut die gleiche genau, Größe. Genau, und jetzt kommst du mal mit. Ja. Der Unterschied bei der XL-Kabine ist eigentlich nur dieser Kabinenhalter. Der ist natürlich beim 1455 höher. Einen halben Meter lang. Einen halben oder gefühlten Meter, weil du natürlich hier ein richtig fettes Aggregat drunter hast. Ja. Ja? Das ist ein ZF-Getriebe und ihr seht ja hier, das ist natürlich auch schon so ein bisschen auf CVX umgepolt. Der ist richtig viel am Start. Wir haben hier
3 Steuergeräte, ja. Wahrscheinlich doppelwirkend. Ja. 3 Steuergeräte doppelwirkend, ist auch ein großes Thema bei den XLern. Du hast hier eine K80 Zuchtmaul, du hast eine Automatik Zuchtmaul hinten dran und der ist natürlich jetzt restauriert von Herrn Schneidweiler. So, und wir machen den jetzt mal an, damit ihr mal einen schönen Klang hört vom 1455. Würde ich mal sagen, Luca, schmeiß den mal an. Zünd mal das Aggregat. Klingt doch schon mal gut, ne? Das ist ein D402 aus dem Neusser Werk. Sieht die Kabine denn von innen genauso aus wie bei den anderen auch? Also ist da ein Unterschied drin oder sieht das genauso aus? Eigentlich selber. Das gleiche? Das gleiche. Okay. So, die haben so ein paar Abstiche gemacht, wie hier die Schallknaufe. Da waren oben mit so einem Schallemblem drin. Ja. Leider habe ich sie noch nicht besorgen können. Aber platzmäßig wäre hier ja deutlich mehr gegangen, theoretisch, ne? Wenn du das so guckst. Ja, aber ich sag mal, die dicken Teile, die jetzt runter sind, ist so irgendwann Ende, gell? Ja, ja, das ist so. Naja, stimmt. Ja gut, du musst halt hier rüber gehen, ne? Ja. Ja, krass. Geiles Ding auf jeden Fall. Aber wie viele Stufen waren hier? Die Risse Höhenangst. Eine mehr wie bei der anderen, ne? So. Und was noch eine Besonderheit ist, oder was heißt Besonderheit? Es gibt ja immer so diese Frage, 1455, Vorderachse, APL 3054 hat der auch, aber die gab es nur bei 40 km/h Maschinen. Die Typennummer mit der 937er Nummer, 30 km/h, für den französischen, holländischen Benelux-Staaten, die hat eine 3052. So, okay. Das hier ist eine große Achse, siehst du, 10 Loch. Ah. Ja, wenn du mal in eine Runde guckst hier, die haben 10 Loch Anbindung und die 3052 haben die alte 8 Loch, wie auch 956, 1255 zum Beispiel, genau. Also der kann richtig was. Ja, ja, also deswegen auch Baby in der Front, in der Fronthydraulik allein schon, ne? Die haben, das ist wirklich, das ist schon hier, das ist, ja, das ist... Großes Tennis. Das ist ein großer Penis. Gibt es die mit Mittel hier, Kardanelle? Nein. Nein. 1455, 1255, die wurden pauschal nur mit Seitenantrieb ausgeliefert. Gibt es nicht mit Zentralantrieb. Das ist halt eben, ich sag mal so, diese Maschinen wurden dafür konzipiert zu ziehen. Ja. Ja, du fährst damit nicht um eine Kurve, du fährst damit auch nicht, um Mist aufzuladen. Du fährst damit auf dem Feld, um irgendwas Schweres mit anzuhängen. Mit Geschirr und machst da... Und dann machst du Gas, genau. Ja, wenn du einen Tag nach geradeaus fährst, dann fährst du mit einem Tag geradeaus. Dafür wurden die konzipiert. Okay. Das ist so. Und das ist die Kiste, auch original? Das ist ein Werkzeug? Das ist die Batterie. Batteriekasten, ne, das ist original. Also wie gesagt, der ist hier sehr, sehr schön original. Schon alles schick, restauriert, ne? Alles und alleine hier, guck mal hier, das ist ein halber Meter. Ja, ja, das halber ist, Meter das halb ist das hier, ja. Ne? Also, und alles schick, total, super, geil, muss ich wirklich sagen. Und der ist auch zu verkaufen? Nein. Nein. Ah, okay. Obwohl, ich glaube, wenn das richtige Gebot kommt... Wenn der Thorsten mir einen besseren bringt. Ach so, ja, okay, gut. Wir bleiben in Kontakt. Nee, glaube ich aber nicht. Nee, also wie gesagt, 1455, so, das ist, wie gesagt, das ist Königsklasse, da bist du ganz oben drauf. Sowas zu kriegen, das ist schwer. Ne? Also vor allen Dingen, das ist ja vorletztes Serienmodell. Ja, und die werden ja nicht mehr, die, ne? Das ist ja normal. Das ist, ne? Und vor allen Dingen, allein die Kabine, da ist nichts im Arsch. Guck dir das mal an hier, das ist alles schicki, ja. Ne? Das ist alles top. Die Türen, da ist nichts dran verbeult, das ist noch die Originaltür, das siehst du, die Originalaufkleber drauf, das ist also ein Traum. Wirklich ein Traum, ist so. An dieser Stelle eine Unterbrechung. Wie schon Mittwoch erwähnt, ist dieses Video in zwei Teile gesplittet. Ihr seht allerdings morgen, sprich Sonntag um 12 Uhr, direkt den zweiten Teil davon. Falls Sonntag 12 Uhr schon vorbei ist, dann seht ihr das hier irgendwo eingeblendet. Dann kommt nämlich das neue Video direkt. Könnt ihr so im Anschluss weiter gucken. Thorsten erklärt uns nämlich im zweiten Teil noch weiter viele Modelle und erzählt uns Stories dazu. Und auch richtig interessant, der IHC Mitarbeiter, der ehemalige IAC-Mitarbeiter, der macht ja auch noch einen kleinen Vortrag. Da mal ein kurzer Einblender dann dazu noch und von daher auch das sehr interessant. Ich würde sagen, vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Denkt dran, zweiter Teil
könnt ihr dann direkt morgen schon wieder genießen. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen.